Und wir machen weiter mit dem Thema Medizinermangel. Der droht nämlich schon bald auch bei uns in Österreich und zwar vor allem in den ländlichen Regionen. Praktische Ärzte dort tun sich immer schwerer, einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für ihre Ordinationen zu finden. Woran das liegt, haben Simone Striebel und Magdalena Raus recherchiert. Hier ihr Bericht. Ein Ort, in dem es sehr, sehr ruhig zugeht. So ruhig, dass hier nur wenige eine Arztpraxis übernehmen wollen. Und doch hat sich einer gefunden. Der Gemeindearzt Dr. Knapp und sein Nachfolger. Einfach war die Suche nicht. Es war gar nicht so leicht. Ich habe schon vor einem Jahr circa in der Ärztezeitung eine Annonce aufgegeben, dass ich mit heurigem Jahr in Pension gehen möchte. Und das Echo war endenwollend. Wiesen und Wälder gibt es im steirischen Jogelland genug. Und auch an Hausärzten mangelt es nicht. Noch nicht. Denn hier in der Gegend stehen viele Mediziner kurz vor ihrer Pension. Seit Jahrzehnten fährt Dr. Waldmann, Hausarzt in Wenigzell, für seine Patienten von Haus zu Haus. Er ist 67 Jahre alt und geht nächstes Jahr in Pension. Das Wichtigste, mit den Leuten umgehen können, Verständnis für alles zeigen, umfassende Medizin zu betreiben, also auch die familiäre und gesellschaftliche Situation beachten, also nicht nur einfach den Patienten als Fall betrachten, sondern eben als Mensch. Und man kann aber dazu sagen, so ein Dorf ist wie eine große Familie. Wenn man das als große Familie betrachtet, dann macht man es, glaube ich, auch richtig. Nur wenige wollen nach Wenigzell. Wochenenddienste und Hausbesuche gehören zum Alltag des Landarztes. Ständig verfügbar sein, das schreckt viele Jungmediziner ab. Es passiert uns jetzt schon immer wiederum, dass wir die eine oder andere Praxis nicht sofort besetzen können. Allein schon deswegen, es sind jetzt diese sogenannten geburtenstarken Jahrgänge vor ihrer Pensionierung. Und darüber hinaus ist die Tendenz, aufs Land zu gehen, das Risiko oder das Wagnis einer Niederlassung zu machen, bei den jungen Ärztinnen und Ärzten nicht sehr beliebt. Doch selbst wenn ein Jungarzt eine Ordination übernehmen möchte, die Hürden sind groß. Die Ablöse für eine Landarztpraxis bewegt sich zwischen 50.000 und 70.000 Euro. Das Risiko am Land ist vielen Medizinern zu hoch. Sie gehen ins Krankenhaus oder übernehmen Vertretungen. Auch der 35-jährige Helmut Sammer war 6 Jahre als Vertretungsarzt tätig. Eigentlich war es schon zu Beginn meiner Ausbildung mein Ziel, dass ich Landarzt werde und Hausarzt. Im Sinne einer Versorgung der Bevölkerung, da kann man für ein Bevölkerungskollektiv verantwortlich sein. Das Versorgen, und das möchte ich in Grafeneck machen. Und so übernimmt er am 1. Juli den Kassenvertrag von Dr. Knapp. Ein Problem hat der junge Arzt aber. Seit 100 Jahren gibt es in Grafeneck eine Ordination mit Hausapotheke. So können die Patienten ihre Medikamente beim Arzt kaufen. Da Herr Sammer aber neu übernimmt, muss er auch die Hausapotheke neu beantragen. Und die wird ihm nicht mehr zuerkannt. Denn für den Jungmediziner gilt ein neues Apothekengesetz. Eine Hausapotheke bekommt nur die Arztpraxis, die mindestens 6 Kilometer von einer Apotheke entfernt ist. Meine Ordination ist 5,2 oder 5,3 Kilometer von der nächsten öffentlichen Apotheke in Hadersdorf entfernt. Und daher kann an diesem Standort die Hausapotheke nicht mehr bewilligt werden. Das ist gesetzlich so fixiert und das war's. Dr. Sammer hat einen eigenen Weg gefunden, um dem Apothekengesetz Genüge zu tun. Er verlegt die Ordination einfach innerhalb des Gemeindegebiets. So nimmt die 6-Kilometer-Regelung am Land kuriose Züge an. Für den Jungarzt rentiert es sich, ein Grundstück zu kaufen und eine Ordination zu bauen. Denn eine Hausapotheke macht für den Arzt circa ein Drittel seines Jahreseinkommens aus. Dieser Grund ist circa 2 Kilometer von der ursprünglichen Ordination entfernt und von der nächsten öffentlichen Apotheke 7,3 Kilometer. Das heißt, Sie hätten dann die 6 Kilometer überschritten? Ja, somit. Ohne irgendwie zu türken, ohne Probleme wäre das. Wie denken die Mediziner von morgen über das Leben als Landarzt? Wir fragen in der MedUni Wien nach. Zu klein, zu fad, keine Herausforderung? Ich glaube, dass die Chancen in Wien oder generell in einer größeren Stadt besser sind. Ja, eventuell schon, weil ich komme vom Land. Woher denn? Lambach.
Und da könntest du dir vorstellen, dann gleich nach dem Studium hinzugehen und dort... Ja, sicher, das ist schöner wie in Wien. Ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich eher nicht. Ich würde gerne in der Klinik bleiben. Und warum? Karrieremöglichkeiten. Ich habe es mal überlegt, aber eher nicht. Mich reizt mehr die Großstadt. In den nächsten Jahren geht ein Drittel der Allgemeinmediziner in Pension. Während die Stimmung in Österreich noch sehr gelassen ist, tobt in Europa ein Kampf um Ärzte. Viele österreichische Jungmediziner gehen nach Deutschland. Dort sind Ärzte bereits knapp. In anderen europäischen Ländern ist das schon früher aufgetreten als bei uns. Zum Beispiel die skandinavischen Länder sind schon seit einigen Jahren daran, Ärzte sehr stark zu suchen. Auch Deutschland macht das bereits seit wenigen Jahren, aber doch. Und wir stehen also vor der Situation in Österreich, dass wir zwar auch hier ein bisschen hinten nachhinken und die Situation sich später zuspitzt, aber dafür haben wir auch später begonnen, darauf zu reagieren. Und es kann uns sehr leicht treffen, dass wir schon in wenigen Jahren wirklich massive Ärzte, einen massiven Ärztemangel haben. Noch funktioniert das System am Land. Dr. Waldmann hat genug Kollegen, die sich mit ihm einen Wochenenddienst teilen. Aber weniger Ärzte in der Zukunft bedeutet mehr Arbeit für den Einzelnen. Probiert es einmal. Aber so muss man es nehmen, sonst geht es nicht. Ausatmen zuerst. Ja. Okay, ja, das war professionell. Und das ist beim Dr. Waldmann sehr gut, weil beim Anruf, es kommt sofort. Noch spät abends ist er, ja, das ist ganz gut. Also das möchte ich schon. Das ist auf dem Land ganz wichtig, ja. Damit das so bleibt, will die Ärztekammer die Position der Landärzte stärken. Der Hausarzt soll den Behandlungsweg festlegen, so die Kammer. Doch nicht jeder geht zuerst zum Allgemeinarzt, bevor er den Facharzt aufsucht. Wir bemühen uns derzeit, indem wir so ein Hausarztmodell auch umsetzen, wo der Hausarzt die Leute betreut, wo er derjenige ist, der ein Manager, Pfadfinder im Dschungel, also der Gesundheits-Krankheitsversorgung ist, soweit zu etablieren. Nur ist es ein Prozess, der ohne die Politik und die Sozialversicherungspolitik nicht geht. Auch der Gesundheitsminister müsste laut Regierungsprogramm ein Hausarztmodell erarbeiten. Einen Landarztmangel sieht Alois Stöger aber nicht. Das Modell der Ärztekammer lehnt er ab. Ich halte sehr viel von der freien Arztwahl. Das heißt, der Patient soll entscheiden dürfen, wo er hingeht. Er braucht dazu auch die Beratung von Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmedizinern. Das ist wichtig. Aber die Verantwortung und die Entscheidung darüber soll der Patient, die Patientin haben und soll auf das Beratungsangebot von Ärztinnen und Ärzten zurückgreifen können. Ein Monopol oder ein autoritäres System, wo der Arzt sagt, du gehst dorthin, ist nicht meine Zielsetzung. Damit Dr. Waldmann auch im steirischen Jogelland einen Nachfolger findet, gibt es zusätzliche Anreize. Die Gemeinde Wenigzell stellt eine eigene Ordination zur Verfügung, um damit einen Jungmediziner aufs Land zu locken. Also ich bin das beste Beispiel, dass man auch als Städter, und der Student wird irgendwie zum Städter, auch wenn er vom Land kommt, nicht? Der ist den Annehmlichkeiten oder den Stil der Stadt gewohnt, auch der Gattin vielleicht auch, nicht? Dass das gar nicht so schlimm ist. Also man fürchtet sich schon. Ich habe es auch noch mal so gewusst, alles muss man ausprobieren. Und das hat sich aber dann gezeigt, dass das eigentlich sehr schnell gegangen ist. Sicher braucht man gewisse Zeit, bis die Leute wissen, mit wem sie das zu tun haben. Aber wenn man sich bemüht und guten Willen zeigt, zeigt die Bevölkerung auch guten Willen. Das ist fast überall so. Hürden für Jungmediziner abbauen, neue Anreize setzen, langfristig planen. Denn wenn der Ärztemangel da ist, dann ist es zu spät.